Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Sober am Start für euch mit einem neuen Let's Play zu Assassin's Creed Odyssey. Letztes Jahr waren wir in dem alten Ägypten unterwegs, diesmal im alten Griechenland. Freunde, vielen Dank an Ubisoft für die Bereitstellung des Spiels. Deswegen kann ich euch auch ein paar Tage vor Release schon das Spiel ein wenig zeigen. Und Freunde, ihr wisst es ja selbst, einige von euch. Ich bin ein riesiger Fan der Reihe. Viele von euch sind auch Fans von den Assassin's Creed Spielen, aber auch von den Let's Plays von mir. Und deswegen möchte ich mich nochmal an dieser Stelle bedanken. Einige von euch sind schon jahrelang dabei bei Unity, Syndicate und so weiter. Das waren alles riesige Erfolge auf diesem Kanal. Origins lief letztes Jahr auch richtig, richtig gut. Der erste Part hat fast 10.000 Likes und es wäre mega geil, wenn wir das diesmal wieder schaffen würden, vielleicht die fünfstellige Marke zu knacken, wie bei Unity und Syndicate damals. Das wäre richtig geil. Zeigt mir auch einfach gerne, ob ihr Bock habt auf dieses Projekt, ob ihr Bock auf dieses Spiel habt, ob ihr Bock auf das Let's Play von mir habt. Lasst Feedback da, lasst Unterstützung da, lasst Liebe da, habt Spaß. Wir zocken uns auf der PlayStation 4 und ich würde sagen, ich habe genug gelabert. Stürzen wir uns ins Abenteuer, oder? Let's go! Bereit, mein König. Sag, Dinikas, bist du je mit deinem Sohn fischen gegangen? Nein, nie. Ich habe nur das Soldatenleben kennengelernt. Ich wäre gern mit meinem Sohn fischen gegangen. Aber nun... stellen wir uns unserem Schicksal. Spartiaten! Jeder eurer Atemzüge hat euch zu diesem Punkt gebracht. Jeder Tropfen Blut, Schweiß und Tränen, all das führte euch dahin, wo ihr steht. Hier und jetzt. Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich habe einen besseren Plan. Ich sage, wir huldigen den Götter mit ihrem Blut. Was sagt ihr dazu, Spartiaten? Für unsere Söhne. Für unsere Töchter. Für Sparta. Okay, Freunde. Okay, wir starten einfach mal als Leonidas mit seinen 300 Mann. Alter Schwede. Okay. Und wir sind komplett aufgelevelt natürlich. Alter, mega nice. So. Ich muss aber natürlich nochmal die ganze Steuerung wieder drauf bekommen. Ohohoho. Stechen ab, Leonidas! Alter! Hör jetzt auf! Ein mega geiler Anfang! Mega geil, Alter! So, warte mal, ich muss eher die Großen da töten. Den da hier. Sparta-Kick! Bam, Junge! Alter, was haben wir für krasse Fähigkeiten? Wo ist der Dicke? Wo ist er? Wo ist er? Oh! Wie war denn nochmal ausweichen alles? Oder braucht er das gar nicht als Leonidas? Braucht er, glaube ich, gar nicht, oder?
Und weg. Hast du immer noch nicht genug? So, jetzt. Alles klar, wir haben den ersten. Der will auch nochmal, glaube ich, einen Stich ab. So, weg mit dir. Keine Zeit für dich. Hinter dir, hinter dir. Alter. Der kleine Furz kann immer weg hier. Ach so, ja, stimmt. Quadrat war ja ausweichen. So, jetzt habe ich's. Okay. So. Immer noch nicht genug. Sparta-Kick. Okay, der zweite ist weg. Und jetzt zu guter Letzt den dritten natürlich. Hinter mir. Komm mir nicht dazwischen hier. Sparta-Kick. Ja, voll. Nice. Ja, das war's schon. Das war's schon mit den ganzen Gegnern. Sorry, ihr habt keine Chance gegen Leonidas. Ne. Kümmer dich, Herr Sparti, ab! Ich bringe Xerxes deinen Kopf! Nein, tust du nicht. Xerxes schickt seine Schafe zum Schlachter! Komm, Förser! Ich bringe Xerxes deinen Kopf! Nein, was versteht er nicht? Was versteht er daran nicht? Bam, Junge, was machst du denn jetzt? Ha? Komm, schnapp dir meinen Kopf. Probier's. Loser, Alter. Richtiger kleiner Loser. Ausgewichen, gar kein Problem hier. So, Deckung durchbrechen und abstechen, die Drecksau. Schön die Fähigkeiten einsetzen. Ich kann er nämlich gar nichts machen. Mein Sohn ist mehr Krieger als du es bist. Wenn ich mit dir fertig bin, werden alle Söhne Spartas Xerxes Sklaven sein. Ja, das klingt nicht so cool. Sterben lieber. Das lässt sich arrangieren. Ohne deine Armee bist du nicht mehr so vorlaut. Was? Warum blutest du dann so stark? Sparta-Kick! Mann, ich wollte die finishen damit. Was soll es werden? Was soll... einfach Fähigkeit einsetzen und weg mit dir. Der kann ja gar nichts. Kein Gegner für einen Spartiaten. So sieht's aus. Gar keine Herausforderung, der Lappen. Bleib ruhig liegen. Besser ist es. Wir wurden verraten, mein König. Xerxes weiß von dem geheimen Gebirgspfad. Sie kommen. Bis zum Morgen seid ihr komplett umzingelt. Wir sind Spartiaten. Wann sind wir es nicht? Spartiaten? Dieses Wort wird nichts mehr bedeuten, wenn Xerxes euch vom Angesicht der Erde... Heutigen Tag werden die Perser niemals vergessen! Und dann morgen wird sich die ganze Welt erinnern!
Komm her, du! Der Zyklop hat eine Nachricht für dich. Sag deinem Boss, die kann er sich in seinen... Für letzte Woche! Malakka! Malakka! Junge, das ist aber auch das einzige Wort, was ich auf Griechisch kann. Komm etwas näher, dann erlebst du es. Du solltest mittlerweile wissen, dass der Zyklop seine Schulden immer eintreibt. Du musst deine Lektion lernen. Wenn der Zyklop nicht etwas lehren will, dann soll er selbst herkommen. Nee, gar nichts. Alter, die hat auf jeden Fall einfach eine Faust in die Fresse bekommen. Krass. Besser eine Faust als ein Speer. Mach ich sowieso überrascht, dass Leonie das ihm einfach den Speer durch den Schädel rammt. Diese Scheiße passiert jede Woche. Ich kann so nicht weitermachen. Ach, danke für die Warnung. Ach. Was ist mit dir passiert? Gar nichts, Phoebe. Es ist alles wieder gut. Wieder der Zyklop, oder? Hat er seine Lektion noch nicht gelernt? Offensichtlich nicht. Na klar, bedien dich ruhig. Hast du auch Hunger, Ikaros? Meinst du, Zeus wird mich auch mit einem Adler segnen, so wie er dich gesegnet hat, Cassandra? Vielleicht kannst du ihn für mich darum bitten. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Endlich. Also, was hat dich hergeführt? Oh, das hätte ich fast vergessen. Markus sucht nach dir. Ach, was will dieses Wiesel jetzt wieder? Ich weiß nicht. Er will dich in seinem neuen Haus treffen. Auf seinem Weingut. Was? Ein Weingut? Malakka! Das Gut liegt auf dem Weg nach Sami. Er sagt, der Wein wird ihn reich machen. Seit wann gehört ihm ein Weingut? Seit gestern, glaube ich. Also, Markus, der mir noch Drachmen schuldet, kauft ein Weingut? Von welchem Geld? Weiß nicht. Wo kann ich Markus' neues, schönes Anwesen finden? Kennst du die Statue des Zeus auf dem Einos? Es ist südlich von dort. Nun, ich denke, ich schulde Markus einen kleinen Besuch. Danke, Phoebe. Ich werde Markus sagen, dass du kommst. Go, go! Oh, mein Kopf. Okay, Freunde. So, Entscheidungen. Die Entscheidungen, die du triffst, haben offensichtliche und verborgene Konsequenzen. Wege sie daher gut ab, da sich manche auf die Story auswirken und dauerhafte Folgen haben. Es war ein Fehler, herzukommen. Sorry, Jungs. Aber wenn es so kommt, kriegt er halt auf die Schnauze, wa? Ich kenne ich gar nichts, Alter. Da kenne ich gar nichts. Da kenne ich gar nichts. So, zack. Ja. Sexy, sexy. Okay. Freunde, da holen wir unsere Ausrüstung. Schauen wir mal. Was haben wir denn da Schönes? Öffnen Sie das Menü. Aha. Jäger, Krieger, Attentäter, Gesundheit, Rüstung. Hört. Oh, ist das schön. Oh, ist die Musik schön. Oh, Alter.
Oh Gott, Junge. Na gut. Das kann man nur nachvollziehen, wenn man die Serie schon seit 11 Jahren begleitet. Tut ja nicht jeder, wa? Aber, naja. Lassen wir das. So, packen wir die Ausrüstung ran. Und was jetzt schon mal geil ist, man sieht die Ausrüstung. Das gefällt mir sowieso immer sehr, sehr gut bei Rollenspielen. Ey, ich komme gerade ein bisschen nicht auf die Musik klar, Alter. Nice. Gefällt mir sowieso immer sehr gut, wenn man seine Ausrüstung verbessern kann, aber das auch sieht an dem Charakter selbst. Questgegenstand, zerbrochener Bogen. Er mag ein besonders treuer Bogen sein, aber er ist zerbrochen und muss repariert werden. Okay. Dann haben wir ein normales Banditenschwert. Vom Schmied gravieren lassen. Ach, guck mal, das Schwert ist derart rostig, dass es mit Sicherheit schon oft den Banditen wechselt. Ja. Alles klar. Alles klar, Freunde. Nun gut. Freunde, das war der Anfang von Assassin's Creed Odyssey. Freunde, wenn ihr Bock habt auf eine weitere Folge, lasst es mich gerne wissen. Wie gesagt, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das Ganze unterstützen würdet. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare, welchen Charakter ihr wählen würdet. Ja? Ob ihr den Mann oder die Frau wählen würdet. Aber wie gesagt, Alexios, nehmt es mir nicht übel, aber der sieht wirklich 0815 aus. Sie ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich von allen weiblichen Charakteren, die man so gesehen hat. Aber ja, Alexios, weiß nicht. Ich bin voller Hoffnung, dass wir eine coole, geile Assassinin bekommen. Ist ja jetzt nicht immer so der Fall gewesen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und deswegen, mal schauen, Freunde. Also mein Abenteuer wird auf jeden Fall mit Cassandra passieren. Mit euch gemeinsam natürlich auch, wenn ihr Bock habt. Wie gesagt, Feedback wäre wirklich sehr, sehr schön. Und ja, was soll ich sonst noch sagen? Upsi, sorry. Ah, Drachmen. Ja, damit. Cash können wir immer gut gebrauchen. Oh, warte mal, hier ist noch mehr. Hier ist noch mehr. Gut. Ja, wie gesagt, ja, danke nochmal an Ubisoft an der Stelle, dass ich das Spiel ein bisschen früher zeigen darf. Sehr, sehr nice. Und jetzt hier haben wir Ikarus. Da bist du ja. Mal sehen, was du dir diesmal eingebrockt hast, Markus. Mal sehen. Boah. Ist das ein Geißbock? Nee, ein Steinbock ist es, oder? Oh Gott. Kenne ich nicht aus. Gut, okay, das Freunde, das war's Wein jetzt. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Direkt vor mir. Ja, genau. Wir sind schon beim Weingut angekommen, aber wir müssen da oben hin, Freunde. Da oben müssen wir hin. Das machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.